Also ein herzliches Grüß Gott, meine Lieben. Ich muss halt leider diese Videos ein bisschen anders überbringen. Das heißt, wir schauen uns die Highlight-Videos an mit den Toren. Und während wir schon den Spielstand sehen, wie es ausgegangen ist, erkläre ich euch ganz kurz, warum. Aus einem menschlichen Fehler, den ich begangen habe, bei der Aufnahme, ja, ist kein Ton zu hören. Und ich habe mir jetzt gedacht, wir machen das jetzt anders, wie ich das letzte Mal auch wieder anders gemacht habe, weil das für mich einfach einfacher ist. Ich zeige euch einfach die Highlight-Videos, ne? Und wir werden dann, also die Highlight-Videos von Karlsruhe, dann kommt FSV Offenbach, dann kommt, lasst mich lügen, Holstein Kiel. Ich glaube, es kommt Holstein Kiel. Und hier meine Ausstellung gegen Kaiserslautern habt ihr schon gesehen, zum Teil. Ja, ich zeige euch jetzt einfach mal nur Spiel, wie es halt laufen ist. Denn das Ergebnis da oben, das sieht man ganz deutlich. Ja. Also, da ist er hier in Blau. Das ist ein wunderschönes Derby gewesen für uns. Robin Wormuth, hier am Ball. Franke, Rondorf, Jensen. Prüft einmal Vincent Müller. In der ersten Minute. Gibt es dann auch gleich die erste Ecke. Vanitzek, der hier die Ecke auswirft, musste dann relativ früh vom Platz. Also konnte, glaube ich, nur mal eine Hälfte spielen. Und dann haben wir versucht, den Konter hier einzuleiten. Da hat mir der Einsatz von Aaron Okoko schon mal getaugt hier. Ne? Wie man so, wie er da durch die Spieler durchgeht. Haben wir wieder Vanitzek und Jung. Und Erik Durm, der auf der linken Seite aushelfen muss. Das Spiel übrigens war ausverkauft, wie wir hier sehen können. Also so ziemlich. Wir haben 49.327 Zuschauer gehabt. Derby gegen den KSC. Also ein ausverkauftes Haus. Und haben wir jetzt ein paar Ecken gesehen von KSC, die von uns geklärt worden sind. Immer wieder. Wird der Ball hier abgeblockt. Rondorf. Ja, hier ist Durm. War so unmittelbar nach dem Spiel, wo wir, glaube ich, eine 1 zu 4 Klatsche erlegt, also bekommen haben. Viele Spieler sind wieder zurückgekommen. Das war ganz, ganz wichtig für uns, dass sie gegen den KSC auch spielen, wie zum Beispiel Domjak, angeschlagen war. Wagner Ache, glaube ich, auch schon mit in der Partie. Da sieht man noch ganz wenige Sitzplätze, die leer sind. Also ganz ausverkauft was nicht, aber gut besucht, sehr gut besucht. Domjak. Ja, dann tut sich Redondo hier ein bisschen schwer. Dann Jung. Danke. Ja, Vanitzek, der Dreh- und Angelpunkt im Spiel vom KSC ist, hat man gesehen. David Herold, eigentlich eine Aktie für mich, aber dass er beim KSC spielt, ist für mich jetzt ein Minuspunkt. Müssen wir das einfach schauen bei ihm, wie sich das entwickeln wird. Ob der auf, ich nehme mal an, er ist auf Leihbasis dort, aber ich weiß jetzt nicht genau, weil ich glaube, der spielt ja beim HSV, wenn mich nicht alles täuscht. Metanovic hier auch noch und Vincent Müller hat uns hier hinten den Kasten freigehalten. Das ist nicht selbstverständlich. Ich glaube, das wäre unter Julian Kral anders gewesen. Aber es war wichtig, halt, dieser Einsatz von Vincent Müller. So, dann schon sind wir hier mit dieser Flanke auf Redondo. Wagner Ache und mit der
Ja, Schussmöglichkeit hier mal. Dann haben wir wieder einen langen Ball von Vincent Müller. Erik Burm, der super nachsetzt. Schauen Sie mal. Opoku. Ja, und holt hier mal den Eckball für Kaiserslautern. Der Ecke wird, glaube ich, nichts, die Redondo hier eintritt. Hat, naja, war aber auch nicht ungefährlich von Ragnar Ache. War ein guter Kopfball. Hier hat man dann gemerkt, dass Ragnar Ache tatsächlich zum Abschluss kommt. Auch hier wieder die Ecke. Und das Spiel hat sich dann ein bisschen gedreht. Das merkt man. Auch KSC hier war eigentlich nicht ungefährlich der Ball, aber ich weiß nicht, warum Vincent Müller den hier abfallen lässt. Wahrscheinlich die Nervosität. So, dann Ragnar Ache hier mit der Kontermöglichkeit, kann aber nicht, weil keiner nachrückt. Bei Julian Nierhes. Schön gespielt auf Ragnar Ache. Wieder Kenny Prinz Redondo. Und der zieht dann einfach mal ab. Das war die beste Möglichkeit für Kaiserslautern und eine Großchance. Und dann haben wir hier Tobias Raschl mit der Ecke. Ah, die nicht ganz ankommt. Anke köpft den Ball hier raus. An Kenny Prinz Redondo. Der hohe Ball hinein. Kevin Kraus. Aber der Schiedsrichter hat abgepfiffen. Da war der Ball im Tor, aber da war schon die Situation zu Ende. Ja, 44. Minute. Boris Domberg auf Schauzimmer. Und plötzlich spielt Kaiserslautern. Schauzimmer. Die Flanke auf Kenny Prinz Redondo. Der Kleinwüchsige. Nicht unbedingt immer kopfballstarke Flügelspieler. Gefährlich vor dem Tor. Da gibt es die Ecke. Kaiserslautern über Tobias Raschl. Und der nächste Ecke. Der nächste Eckball. Der anderen Seite. Kenny Prinz Redondo. Mit der Ecke. Lange hohe Ball. Ragnar Ache! 1-0 Kaiserslautern! Ragnar Ache bringt 2 Minuten vor der Halbzeitpause Kaiserslautern in Front. Zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt für den KSC. Aber der KSC, der kann nicht mehr nachlegen. Man sieht es ihm an. Ist nicht nur angeschlagen, sondern hat sich verausgabt. Für die 45 Minuten, da reicht es einfach nicht. Und er musste dann in der Halbzeit ausgetauscht werden. Zweite Halbzeit hat begonnen. Karlsruhe muss jetzt da liefern. Und Kaiserslautern? Ja. Können schon mal zufrieden sein. Das Spiel wird ein bisschen zerfahrener. Lars Stindl jetzt hier mit dem Freistoß. Kurz gespielt auf Robin Bormuth. Bunic, der neu in die Partie gekommen ist. Aber abseits für Karlsruhe. Sagt der Schiedsrichter. Tobias Raschl. Kenny Prinz Redondo. Also Lautern kombiniert sich da gut durch das Mittelfeld. Aber auch Opoku auf der Gegenseite im Abseits. Die nächste Aktion. Tobias Raschl. Nicolas Soller. Einmal schön gespielt von Opoku hier auf Schauzimmer. Raschl. Kurze Pass auf Opoku und knapp über das Tor drüber. Kommt er in der Drehung in gute Schussposition. Tobias Raschl wieder. Wieder Opoku. Es geht jetzt nur noch über rechts. Aber auch hier war Opoku bei dem Zuspiel im Abseits. An Gondorf. Kevin Krauser kämpft sich den Ball, spielt den Ball auf Franke, der den Ball abprallen lässt, und Kenny Prinz Redondo schaltet schnell.
Und dann gibt es die nächste Ecke für Kaiserslautern. Wir rascheln mit dem Eckball. Ja, und Ragnar Ache. Schon wieder ganz fit hier. Erik Durm lässt hier den Ball durchlaufen. Raschel. Und 2-0. Kaiserslautern. Aber der Schiedsrichter pfeift ab und lässt den VAR entscheiden. War das ein Abseits, eine Abseitsposition von Tobias Raschel? Und ja, der Schiedsrichter zeigt an, doch der VAR, dass dieses Tor Abseits war und dementsprechend auch zurückgenommen wird. Also es bleibt beim 1 zu 0 für Kaiserslautern. Und was macht jetzt eigentlich noch Karlsruhe? Robin Bomut, Urnitsch. Bomut, der vorher für Kaiserslautern im Press gespielt hat, ein Jahr, eine Saison. Gegenseiter beim KSC. Wächst da über sich hinaus. Urnitsch. Ah, die waren nicht ungefährlich. Martinovic, ganz knapp vorbei. Ein Kronstadt, der neu in die Partie gekommen ist und schaut, Zimmer wurde auf die Flügelposition nach vorne gestellt. Zimmer, wunderschön kombiniert von allen drei aktiven Akteuren hier. Kronstadt, Zimmer und ich glaube, es war Rasch. An der KSC wieder. Jetzt versuchen das Spiel von hinten zu eröffnen. Boetius neu in die Partie gekommen. Technischer Fehler. Und die Kontermöglichkeit über Ragnar Ache für Kaiserslautern. Kenny Prinz Redondo, der muss den Ball jetzt zurückspielen. Das war nicht ganz sattelfest da hinten gerade das Rausspiel. Aber der Ball bleibt im Ballbesitz bei Kaiserslautern. Dann wird hier schön hintenrum rausgespielt. Nikola Solder. Frank Ronstadt. Und immer wieder Frank Ronstadt, der viel Schwung reingebracht hat in die Partie. Schaut's immer. Ja, Ball wieder abgeblockt. Eckball. 70 Minuten gespielt zu diesem Zeitpunkt. Eckball über Tobias Raschel. Ja, aus dieser Situation wird nichts. Eine Minute drauf, Vincent Müller, der lange hohe Ball nach vorne. Geht aber in Ballbesitz zum KSC. Jensen. Der tankt sich hier durch. Ah, gute Möglichkeit und Vincent Müller hält hier den Tasten sauber. Starke Aktion des Keepers. Das Stindl. Ah, der nächste Kopfball. Und der nächste Eckball für Karlsruhe. Jetzt schwinden natürlich auch die Kräfte bei Kaiserslautern. Einstudierter, naja, Eckball würde man sagen, aber der Abschluss war verbesserungswürdig. Das Stindl mit dem Freistoß. Und auch hier war der Abschluss verbesserungswürdig. KSC zeigt Nerven. Sie drücken zwar auf das Tor, aber so richtig wollen sie den Ball nicht in das Tor bringen. Luis Musset, neu in die Partie gekommen, versucht Kenny Prinz Redondo den Ball zuzuspielen, aber der misslingt. Und Sivi Sadse, auf den eigentlich alle schon gewartet haben, ist ebenfalls neu in die Partie gekommen. Jensen. Ja, und dann auch Gondorf hier mit dem Abschluss. Ja, der Karlsruhe jetzt in dieser Situation und dieser Phase nicht mehr so gefährlich wie davor. Marlon Ritter auch neu in die Partie gekommen. Nies. Marlon Ritter wieder.
Schön gesehen von Marlon Ritter auf Frank Kronstadt. Richmond Dashi. Er schaut Zimmer ersetzt hat. Nächster Eckball. Für Kaiserslautern. In dieser Situation 85 Minuten gespielt. Eine Prinz Redondo. Bitterecke. Und daraus wird auch nichts. Reves hat den Ball. Marlon Ritter hat noch eine Situationsmöglichkeit, eine Möglichkeit, über den Freistoß zu kommen. Der Ball wird ebenfalls abgeguckt. Nee, Prinz Redondo mit der Ecke. Ja, ab dieser Situation kann man schon mal sagen, wenn der KSC vorne nicht mehr drücken kann, dann ist dieses 1-0 definitiv einmal verdient. Hat man diesen Ansturm auf jeden Fall mal überstanden, Erik Durm. Und das wären ganz, ganz wichtige 3 Punkte. Und zwar nicht nur gegen den Rivalen, sondern generell auch für die Tabellensituation. Kenny Prinz Redondo. Dieser Ball hier, ja, sah für mich aus, als wenn er hinter der Linie war. Aber der Torhüter hat ihn und dementsprechend steht es immer noch 1-0. Yes. Und dann wird der Ball von Redondo einfach nur noch weggetischt. Und der Schiedsrichter lässt hier noch ein bisschen nachspielen. Die Wisserte, Jensen. Da ist Tindl. Also, über die linke Seite. Und der lange, hohe Ball. Aber Vincent Müller hat ihn und dann pfeift der Schiedsrichter ab. Kaiserslautern gewinnt also die Partie gegen Karlsruhe mit 1-0. Und ja, somit 3 wichtige Punkte und ein wichtiger Sieg gegen einen Derby. Gegen einen Rivalen.